Willkommen zurück zu Episode 7 vom Level-by-Level-Format. Dem Format, wo ich praktisch einen Let's Play durchziehe von Escape from Tarkov, wo ich einen Standard-Account von Level 1 bis 42 hochlevel und wo ich so ein bisschen meine, keine Ahnung, 7000 Spielstunden Tarkov-Erfahrung halt mit reinfließen lasse, in der Hoffnung, dass ihr halt einfach nicht die Fehler macht, die ich möglicherweise mache in einem Raid oder vielleicht halt auch einfach ein paar Sachen nachahmen könnt. Sollte euch das Format gefallen, lasst gerne ein Like und einen Kommentar mit ein bisschen Feedback da und natürlich auch ein Sub da lassen, dann verpasst ihr auch nichts von dem Format in der Zukunft. Aber um jetzt gerade mal auf diese Folge zurückzukommen. Ladies and Gents, wir fangen an mit Delivery from the Past und später geht es dann noch so ein bisschen weiter in Richtung Customs. Auf jeden Fall viel Spaß gleich mit den Factory-Runden, wird wild. Also ich habe es mir mit der Frage von dem letzten Video wirklich nicht leicht gemacht und ich habe mich jetzt dann doch dazu entschieden, dass ich praktisch einen Kompromiss fahren werde, was das ganze Meta-Gear angeht. Also im Endeffekt werden wir Teile davon verkaufen, dass wir halt einen finanziellen Boost bekommen, was irgendwo, glaube ich, meines Erachtens nach fair ist. Und einen Teil davon werden wir spielen. Die vollautomatischen Sachen, die halt wirklich in Richtung Meta-Recall gehen, die werde ich auf jeden Fall verkaufen. Das heißt, MCX geht auf jeden Fall weg, DT, MDR geht ebenfalls weg. Die SVDS werde ich behalten. G36 ist sowieso keine Meta-Waffe. Das heißt, also die findet man sowieso noch am Anfang des Wipes. Und das Thema Rüstung, ich glaube, die Slick, die werde ich auch direkt an den Händler jagen. Und werde dann dafür HPC und Taktik einfach noch behalten. Dann bleiben wir zwar insgesamt ein Ticken tankiger, sind allerdings dann trotzdem halt noch an die etwas schlechteren Waffen gebunden. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die halt sehr realistisch ist. Irgendwo halt auch zum Thema Early Wipe. Gleichzeitig, ich habe mir halt aus dem Grund einfach mir es wirklich schwer getan, die Sachen jetzt einfach zu verkaufen bzw. nicht zu spielen, weil das Thema Gear 4 in Escape from Tarkov ein riesiges Thema ist. Gear 4 bedeutet im Endeffekt einfach, dass man Angst davor hat, mit einem gewissen Item reinzugehen in die Runde, weil sie halt einfach besser ist als der Durchschnitt von dem, was man normalerweise spielt. Und das muss man halt einfach so schnell wie möglich in Tarkov rauskriegen, weil es sind einfach nur Pixel, die ihr verlieren könnt. Guckt also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr wirklich um jeden Preis wirklich die Sachen spielt, auch wenn es eine gute Rüstung ist. Desto besser das Gear ist, mit dem ihr reingehen werdet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr lebend aus dem Raid wieder rauskommt. Seid euch dessen einfach bewusst. Solltet ihr allerdings wirklich sagen, ey, trotzdem, ich treffe jetzt wirklich die falschen Entscheidungen mit dem ganzen Gear, was ich jetzt in der Runde anziehe, dann jagt es wirklich an die Händler, weil es bringt euch wirklich nichts, wenn es einfach nur im Stash vergammelt. Dann jagt es lieber an die Händler, verkauft es und holt euch dafür dann lieber noch ein Budget-Gearset, womit ihr besser klarkommt. Zum Thema Gear 4 an sich möchte ich nochmal ganz kurz sagen, es ist meines Erachtens nach ein Ticken angenehmer, das Gear 4 loszuwerden, wenn man sich erstmal ein Budget-Set zusammenstellt. Das heißt also ein Set erstmal spielen mit dem, was so halt das Standard-Set für euch ist. Das ist meistens immer so irgendwie eine Vierer-Rüstung, Dreier-Helm und eine Waffe mit einem hohen Kill-Potenzial, wie zum Beispiel die SVT. Und dann einfach mit jeder Runde, mit jedem Erfolgserlebnis, das ihr in Escape from Tarkov habt, ist es eure Aufgabe, dieses Gear zu upgraden. Das heißt also, solltet ihr zum Beispiel eine Quest erledigen, solltet ihr ein High-Loot-Item rausbekommen, wie zum Beispiel ein Ledex, solltet ihr einfach nur einen Raid überleben, ist es eure Aufgabe, einen Bereich von diesem Kit zu verbessern. Idee dahinter ist einfach, dass ihr einfach langsam das Gear 4 loswerdet. Ihr habt euer Standard-Set, was nicht ganz so viel wehtut, wenn ihr damit sterben würdet, aber es sollte halt schon euch ein gutes Potenzial geben, den Raid zu überleben. Und gleichzeitig habt ihr halt einfach die Situation, mit jedem Raid, den ihr spielt, mit jedem Erfolgserlebnis, werdet ihr halt einfach besseres Gear mit reinnehmen. Das heißt, ihr fangt wirklich ein bisschen langsamer an, das Gear 4 loszuwerden. So habe ich es persönlich auch, so habe ich es halt persönlich auch gemacht, als ich mit Escape from Tarkov angefangen habe. Das wäre auf jeden Fall an der Stelle erstmal mein Tipp. Wir fangen mal an, Sachen zu verkaufen, wa? Erstmal, ich gucke jetzt hier, wenn wir hier Sachen verkaufen müssen, gucke ich nochmal ganz kurz so ein bisschen auf den Umsatz, den wir hier machen müssen. Aber bei den meisten haben wir eigentlich schon den Umsatz, abgesehen von Skier. Skier können wir hochpushen auf die Art und Weise, das wäre hilfreich. Oder Peacekeeper. Jäger könnten wir auch noch machen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich würde auf jeden Fall in erster Linie jetzt Skier versuchen hochzupushen. Das heißt also, die ganzen Sachen, die wir jetzt verkaufen, gehen in erster Linie an den wunderbaren Herrn Skier. Zack, DTMDR. Weg, die Max ebenfalls weg, die Slick ebenfalls weg. Moment, plop, Skier, auch noch die Slick. Aua, das Slick zu wenden ist schon mies. Das tut schon ein bisschen weh. MCX, zack, tschüss. Eieieiei. HPC haben wir equipped. Und dann ziehen wir uns die SVDS an für den Raid, den wir jetzt gleich spielen werden auf Factory. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das die beste Waffe ist, mit der wir die höchste Wahrscheinlichkeit haben zum Überleben. FMJ ist, glaube ich, jetzt auch die Munition, die wir am besten nutzen können für die SVDS. Gucken wir also auf jeden Fall, dass wir die am Start haben. Wir haben Propital, wir haben Hemostat, wir haben Saleva. Wir bräuchten eine Vaseline. Auf jeden Fall für Factory. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. Und dann heißt es, mit dem Gear versuchen wir auf jeden Fall jetzt auf Factory reinzugehen und Abfahrt. Das könnte jetzt maximal nach hinten losgehen. Aber gut, schauen wir mal. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir können noch ein CMS mitnehmen, maybe. Ich meine, ich hatte noch irgendwo ein CMS. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Stuff, den ich verkaufen sollte.
Das. Das geht auch nochmal eben kurz ins Gear. Das sind alles Attachments, die wir noch von den anderen Waffen sind. Die können wir noch schön wegjagen. Moment. Bevor wir jetzt allerdings in die Delivery from the Past Runde reingehen, gucken wir jetzt erstmal, dass wir unsere Dailies hier noch annehmen. Find and Transfer. Wir müssen eine Pistol finden. Exit the Location. Factory einmal. Sehr gut, dass ich das gemacht habe. Das wäre sonst unangenehm gewesen. Das wären kostenlose XP gewesen, die wir sowieso heute bekommen werden. Und Streets of Tarkov müssen wir 5 Scavs über den Haufen schießen. Das ist auch keine schlechte Idee. Und was möchte ich jetzt hier in erster Linie machen? SVDS passt auf jeden Fall. SVDS ist eigentlich eine Waffe, eine DMR. Wird uns allerdings einfach allein schon durch die Munition ein sehr gutes Gefühl geben, warum wir, weswegen wir halt auf Factory unterwegs sein können. Die Munition wird uns da halt einen Vorteil geben. Wir haben halt mit der Munition ein Potenzial, easy durch eine Viererrüstung zu penetrieren und da möglicherweise auch direkt schon jemanden zu one-tappen, wenn wir den dann auf den Thorax treffen. Deswegen ist das jetzt erstmal meine Wahl und ich fühle mich halt einfach mit der SVDS ebenfalls sehr wohl. Factory ist ja an sich eine wirklich PvP-orientierte Map. Guckt also auf jeden Fall, dass wenn ihr auf Factory unterwegs seid, entweder geht ihr komplett Budget rein, wirklich nur mit Waffe, Kopfhörer und Rig und Abfahrt, oder ihr guckt halt wirklich, dass ihr am Anfang unterwegs seid oder dass ihr halt wirklich PvP-orientiert reingeht und dann halt wirklich das Beste spielt, was ihr da habt. Einfach, dass ihr eure Überlebenschance einfach so gut es geht, einfach nur erhöht. Lohnt es sich hierzu, was zu versichern? Ist wahrscheinlich eh weg. Aber wir machen es jetzt schon mal. Und dann auf geht's. Let's go. Alles klar, dann sind wir direkt in unserer Factory-Runde angekommen. Das Wichtigste ist, jetzt erstmal gucken, wo wir spawnen auf Factory. Danach direkt Audio verarbeiten und im gleichen Zuge direkt Painkiller reinziehen. Okay, ich werde gepusht. Ignorieren wir. Wir rotieren raus. Jump Boost. Links kann ein Spieler spawnen. Passt. Langsam. Wir ignorieren diesen Spieler komplett. Ich rotiere hier raus. Wird es langsamer werden, Ausdauer regenerieren, dann rennen wir direkt hoch. Da ist das Quest-Item, was wir brauchen. Das dürfte ein Spieler sein. Und los. Movement war gerade sehr komisch. Nach unten gucken, um die Hitbox zu verkleinern, placen. Und ruhig. Wir haben uns mittig hingesetzt. In der Hoffnung, dass man da ein bisschen tanken kann. Perfekt. Delivery from the Past abgeschlossen und jetzt warten. Wir müssen diesen Raid ebenfalls auch überleben. Wir haben irgendwas mit einer hohen Feuerrate auf der anderen Seite. Nichts oben gesehen. Hier sitzen sehr gerne Spieler. Granate, raus hier. Keine Ahnung, wo die Nate ist, Mann. Eieiei, scheiße. Er ist oben, das heißt, wir können mal eben kurz durchrotieren. Der wird jetzt die Fliesensteps gehört haben. Und die Frage ist jetzt nur, stand der entweder an der Kante? Dann würde er dort oben Holzsteps machen. Oder hat er Glassteps gemacht? Und dann würde er sich jetzt gerade in unsere Richtung nach unten orientieren. Ich glaube, er hat sich gerade umrotiert. Dort steht er nicht. Steht im Office. Und er war noch komplett gefokust auf mich. Die Idee ist es jetzt. Schade. Moment, wir haben Metal. Bin gleich wieder bei euch. Da kommt noch ein Spieler rein. Ich möchte jetzt hier mal eben kurz eine Granate werfen. Glass Steps. Holz Steps. Und raus. Ich habe halt jetzt extra schön gewartet, bis er die Granate in der Hand hatte, um dann rauszupushen. Die Idee dahinter war halt einfach, dass er seine Waffe nicht in der Hand haben konnte. Das heißt, er konnte sich nicht gegen mich wehren. Wir haben jemanden gejobbt, der eine Tagila-Maske aufhat. Das heißt, richtig schönes Gear jetzt hier nochmal rausgezogen. Top. Kurz tief durchatmen. Meine eigentliche Intention war es,
Meine eigentliche Intention war es jetzt hier an der Stelle, den Safe hinter mir zu looten. Denn dort können... Domguard-Gaske, okay, den braucht man nicht unbedingt. Denn dort können ebenfalls auch USB-Sticks drin spawnen für unsere Quest. Die brauchen wir für Skia. Jetzt hoffen wir, dass die natürlich hier im Filing-Cabinet drin sind. Den Spieler draußen ignorieren wir. Erst nochmal looten wir nachher in aller Ruhe. OAS, wunderbar. Hier geht es jetzt einfach wirklich darum, gerade auf Factory Audio-Cues so gut es geht zu verarbeiten und einfach zu wissen, wann, wie, wo, was sich wie anhören kann. Hört sich komplett bescheuert an, ist es auch, aber so ist es halt. Zum Beispiel alleine, dass ich gerade eben wusste, dass der Kollege Glassteps macht und durch die Glassteps konnte ich genau wissen, dass der halt in diesem Zwischenschritt ist, zwischen dem Bereich über mir, dem Bereich hier auf dem Gang und halt diesem Treppenzwischenschritt. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich zeig's euch gleich am besten einfach nochmal. Und dann ist das, glaube ich, am einfachsten, als wenn ich jetzt versuche, jetzt hier irgendwie mir das aus der Nase zu ziehen. Man macht hier oben Holzsteps und Glassteps macht man genau dort und ganz unten hier in dem Bereich. Und so kann man halt genau wissen, wo der Gegner ist und kann ihn besser lokalisieren. So. Hier haben wir einmal das. TTSK-Rig ist ein 6er-Rig. Wir haben eine Gorilla. Wunderbar. Wieder Metagear, was wir gleich einfach schön an den Händler jagen können. Super. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes für uns dabei? Wir haben eine Granate. Mustard, AFAK, wunderbar. Und weiter geht's. Aber das sind gerade Sachen, also Gameplay, bzw. die Art und Weise, wie ich das gerade runtergespielt habe, das ist einfach eine Sache der Erfahrung. Die bekommt ihr, desto mehr Spielstunden ihr habt, auch ohne Probleme dazu. Aber wie gesagt, braucht man halt ein paar Spielstunden für. So. Hier brauchen wir nichts. Erstmal jeden einzelnen Engel nochmal schön abaimen. Ich möchte hier nochmal kurz pausieren. Vaseline nehmen, dass ich einfach einen Painkiller-Effekt drin habe, während wir jetzt zum Exit gehen. Denn dieser Gate 3 Exit, wo wir uns jetzt gleich hinbewegen, ist auch ein Exit, der gerne mal gecampt wird von einigen Spielern in Escape from Tarkov. Also gucken, dass ihr dort auch auf jeden Fall jeden Engel einmal cleart. Die Frame Drops. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass gerade Scavs nachgespawnt sind. Unter anderem auch Player Scavs. Das heißt, jetzt unseren Arsch definitiv rausbewegen. Die Tür ist schon offen, da kann jemand drin sein. Diese Tür dürfte normalerweise nicht offen sein. Also mein Running Peak. Nope. Noch ein zweiter, just to be safe. Nope. Hier die Kante aimen. Dahin. Nope. Tür ist offen. Einmal pre-firen, weil man kann da schön durchschießen. Eines Tages werde ich auf die Art und Weise auch einen Spieler killen. Aber so kann man hier direkt, falls jemand hier in der Ecke hockt, jemanden schon töten. Und raus. Das Ganze hier in dem Bereich ist meistens lohnenswert mit Waffen, die ein höheres Kaliber haben. 762 NATO-Kaliber zum Beispiel. Oder halt jetzt das Mosin-Kaliber in dem Bereich würde dafür dann funktionieren. Let's go! Erste Runde als PMC erledigt. Wir haben Delivery from the Past im First Try geschafft. Also im Ablegen First Try die letzten paar Customs-Runden, wo wir versucht haben, das Item zu holen, lief ja jetzt nicht so gut. Aber das First Try, safe. Und ansonsten, ich glaube, gerade auf Factory merkt man halt immer und immer wieder, wie wichtig es ist, doch wirklich Audio-Cues zu verarbeiten. Deswegen, wenn ihr auch explizit PvP üben möchtet und einen Bock darauf habt, so ein bisschen auf die Fresse dabei zu kriegen, schnappt euch eine Mosin, schnappt euch eine SVT, setzt euch ein Headset auf, spielt Factory und übt einfach, wie ihr mit Audio-Inputs klarkommt. Weil das ist, es gibt keine bessere Map, wo man das halt günstig, low-budget-mäßig üben kann. So übt ihr einfach, wie ihr in diesen Stresssituationen von Tarkov PvP halt einfach umgehen könnt mit den Inputs, die ihr bekommt. Und auf geht's. Das ist eine Sache, wenn ihr auf Schmerzen steht, dann kann man das auf jeden Fall auf die Art und Weise üben. Also gucken wir einfach mal eben kurz. Gorilla-Maske reparieren, TTSK. Die ganzen Sachen sind alle hier da. Gucken wir auch hier an der Stelle. Erstmal schön alles wieder bei Skia einfach straight up verkaufen. Um das Ganze halt ein bisschen realistischer zu haben. Klar, das hier ist jetzt Gear, was man auch unter anderem von dem wunderbaren Herrn Tagila bekommen kann. Das heißt, technisch gesehen ist das sogar realistisch, dass man das auch im Early Wipe bekommt, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber wie gesagt, wir spielen es jetzt einfach so weiter runter, machen da diesen kleinen Kompromiss und dann passt das und gucken, dass wir weiter im Budget-Bereich unterwegs sind. Wir haben, das waren beides Bears, die wir gekillt haben, ne? Das waren gerade beides Bears, die wir gerade eben auf Factory gekillt haben. Das heißt, keiner der beiden ist für uns relevant, um tatsächlich auf, für unsere Quest zu zählen. Das ist echt ein bisschen nervig. Na gut, die Gunloop brauchen wir, glaube ich, später für den Hideout-Ausbau und technisch gesehen auch für die Kappa-Quest, aber das ist nicht ganz so relevant. Der Rest von den Items könnten wir eigentlich verkaufen. Die Chainet würde ich nochmal ganz kurz behalten, denn wir können uns später einen einen Documents-Case erbartern auf die Art und Weise mit einem Chainet, Katze und Löwe.
Das heißt, Chainlets will ich auf jeden Fall nochmal an der Stelle ganz kurz behalten. Und ansonsten sind wir hier eigentlich, was das Thema angeht, relativ set. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich unsere Quests abgebe. Ein Prepper hat hier einmal unsere Daily Quest, 1400 EXP, das 1500 EXP. Damit sind wir auch Level 10 top. Delivery from the Past ebenfalls abschließend sind 4000 EXP. Und damit haben wir dann auch 545 mal PS freigeschaltet. Das heißt, wir könnten technisch gesehen dann auch die 545er Waffen einen Touch besser spielen. Wir haben jetzt BP Depot und genau das ist auch die Quest, die ich jetzt als nächstes spielen werde, denn wir haben ja auch von Therapist Operation Aquarius bekommen, das heißt wir müssen auf Customs ebenfalls auch Skeps töten, das heißt unsere nächsten paar Runden werden wieder auf Customs sein, dort sind wir halt einfach an diese Map so ein bisschen am Anfang des Wipes halt immer so ein bisschen, beziehungsweise am Anfang vom Account halt immer an Customs gebunden, Customs, Woods sind immer so die beiden Maps, wo man da in allererster Linie unterwegs ist, das heißt Customs, Operation Aquarius Part 2 für die Skef Kills und ebenfalls auch noch für die Marker-Quest, dass wir da mit BP-Depot auch noch ebenfalls vorankommen. Haben wir sonst noch irgendwas? In erster Linie Fountain Raid-Quest, das heißt Gas Analyzer. Wir gucken, dass wir ein paar technische Sachen durchsuchen. Ansonsten, oh je, ich sehe schon, hier haben wir hier noch einen Dirk-Tag, was wir doch noch abgeben können. USB-Stick können wir auch auf Kasten versuchen zu finden. Stirrup, wir müssen PMCs mit einer Pistole töten. Die könnten wir versuchen, jetzt in einer Runde Factory zu erforcen. Ah, ich würde erstmal einen Customs-Run vorziehen und danach versuchen wir auf jeden Fall Stirrup heute auch noch abzuschließen. Das heißt also, in einem der nächsten drei Folgen werden wir Stirrup auf jeden Fall abschließen. Ob das in dieser Folge sein wird oder in der nächsten, das werden wir dann sehen. Aber erstmal, bevor wir in den nächsten Customs Raid reinspringen, gucken wir natürlich, wir haben gerade eben nicht mit unserem Skef angefangen. Das heißt, wir gucken, dass wir es jetzt auf jeden Fall tun. Skef auf Factory, auf geht's. Wir wollen ein bisschen Kohle haben und möglicherweise ein paar Quest-Keys rausziehen. Let's go. Ich habe gerade eben tatsächlich auch noch vom Chat eine Info bekommen. Ist immer super. Der Chat hat mich gebackseat-gamed und gesagt, dass man übrigens keine Chainlets benötigt. Auch rein. Ja, haben wir einen Player weniger am Start. Ja gut. Guck mal, was wir hier extracten. Und schon Abfahrt. Vielleicht hat er ja was Nettes für uns dabei. Ja gut. Oh Mann. Nee, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Man braucht keine Chainlet tatsächlich, um das Documents Case zu erbartern, sondern man braucht dafür halt ein Pferd. Und jetzt schauen wir auch nochmal hier an der Stelle, was wir hier bekommen haben. Nicht. Wir haben hier nochmal, wir haben einen Doc-Tag bekommen, was für uns relevant ist für die User-Quest. Top. Ich würde mir vielleicht nochmal hier den Rucksack dann in dem Fall nehmen. Den könnte man auch mitnehmen, ansonsten würde ich das einfach, so gut es geht, einfach direkt an den Händler jagen. Ist jetzt eine Viererrüstung, die sollte man eigentlich mitnehmen. Ja, das werde ich vielleicht auch noch tun. Ich werde die Viererrüstung, glaube ich, mitnehmen. Das sollte ich auf jeden Fall noch versuchen mitzunehmen. Warte mal. Da. So, die Banshee nehme ich auf jeden Fall mit. Rest hiervon kann einfach jetzt erstmal Sell-All-mäßig verkauft werden. Und dann verkaufe ich den Rest nochmal hier im Hideout, beziehungsweise im Stash. Ich werde die MMRC wahrscheinlich verkaufen, dass wir ein bisschen mehr Kontrolle über unseren Stash bekommen. Wie gesagt, zwei Doc-Tags ist jetzt gerade bekommen für die Friend from the West Quest von Skier. Damit fangen wir direkt mal an. Tasks, zack. Plopp, wunderbar. Und jetzt gucken wir mal eben kurz, dass wir das MMRC hier mal eben kurz verkaufen, weil das brauchen wir eigentlich so nicht mehr, gerade wenn wir jetzt das Banshee haben. Haben wir hier die etwas bessere Rüstung. Verkaufen wir das mal ganz kurz. Zack. Und wieder an Ragman bekommen wir wieder ein bisschen mehr Kohle raus. Ansonsten sind wir, was das Thema angeht, eigentlich soweit set. Ist halt schade, dass wir jetzt in dem Fall keine Questkeys oder so bekommen. Haben wir dafür halt nochmal ein guter finanzieller Boost, was das angeht. Und das ist auch schon mal nicht schlecht. Peacekeeper können wir nochmal eben kurz hier das Diary verkaufen. Das brauchen wir nämlich sonst für nichts. Und ansonsten gucken wir nochmal fix ins Hideout rein. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwas ausbauen können. Können wir auch nicht. Also von daher lassen wir es einfach mal jetzt erstmal so, wie es ist. Wait. Können wir doch? Nee, wir können die Shooting Range ausbauen. Aber bringt uns halt nichts, die Shooting Range auszubauen. Deswegen lassen wir es einfach. Und dann gucken wir, dass wir in dieser Runde jetzt erstmal bei dem wunderbaren Herrn Prepper vorbeischauen. Denn dort kriegen wir einmal unsere Questbelohnung. Und gleichzeitig bekommen wir auch noch von Prepper einmal die ganzen Marker für die Folgequest und noch ein bisschen Geld. Und die Marker sind für uns halt so oder so relevant. Das heißt, das wird so oder so wichtig. Gut, Saiga, weg damit, werde ich eh nicht spielen.
Und jetzt nutzen wir zum allerersten Mal die Special Slots. Special Slots sind einfach Items, beziehungsweise sind, ja, Slots, die du halt nutzen kannst, wo halt diese ganzen Special Items reinkommen. Ist halt top einfach für Items, die du halt für Quests benötigst, wie zum Beispiel die Marker, die Gemmer, die ganzen unterschiedlichsten Quest-Items, die da halt relevant sind. Wenn man damit stirbt, werden diese Items hier nicht aufgebraucht. Das heißt also, die werdet ihr in eurem nächsten Leben dann auch auf jeden Fall haben. Das ist also gar kein Problem. Guckt also auf jeden Fall, dass wenn ihr solche Quest-Items habt, die auf jeden Fall immer in Special Slots zu verstauen. Wir müssen jetzt 4 Tanker insgesamt markieren auf Customs. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall auch einen Secure-Container packen. Und ansonsten sind wir hier eigentlich echt set. Ich gucke nochmal eben kurz, ob ich möglicherweise einen Splint gelootet habe. Ob ich hier noch irgendwo einen im Stash habe. Und dann schwingen wir uns eigentlich auch schon in die erste Customs-Runde und versuchen da unsere Quest abzuschließen. So, Splints sind jetzt dabei. Jetzt gucke ich nochmal eben kurz, dass ich die schlechtere Munition unter der guten Munition packe. Das heißt, da kann ich dann auch nochmal gucken, dass ich da wirklich immer die beste Munition erstmal geladen habe, dass die halt erst in den anderen rauskommt. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir hier set. Wie gesagt, 15 Kills auf Customs und 4 Marker placen und hoffentlich ein paar Quest-Items finden. Und dann sind wir damit auch set. Let's go. Ab geht's in die Customs-Runde. Gut, und jetzt beten wir einmal für einen anständigen Spawn. Und gucken einmal, dass wir jetzt hier die ganzen Tanker markieren können. Das ist ein beschissener Spawn. Super. Wir müssten nämlich technisch gesehen da hinten ebenfalls noch einen, wie heißt es, einen Tanker markieren. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Aber gut, und dann ist das so. Wir müssen, ja, ich will eigentlich schon am liebsten eine Runde machen. Wir probieren das. Let's go. Rein da. Mir fällt doch jetzt gerade auf, jetzt, wenn ich mir gerade hier so ein bisschen die Farben angucke. Ich habe noch meine Farbeinstellung von meinem Main-Account drin. In meinem Farbeinstellung vom Main-Account ist das Bild deutlich farbenfroher, weil ich einfach konstant mit einem Painkiller rumlatsche. Boah, ich laufe jetzt hier direkt auf einem PMC-Spawn zu, ne? Wenn ich viel Pech habe. Muss halt immer jetzt mal ganz kurz Ausdauer managen, von Hardcover zu Hardcover. Und auf geht's. Leute, das ist eine richtig beschissene Idee, sie zu moven, wie ich jetzt gerade move. Ich hätte nicht in seiner Zeit gehen sollen, Mann. Oh, Mann! Das war viel zu aggressiv, der Move. Sowas darf ich nicht bringen. Das war viel zu aggressiv. Ich muss auf Safe spielen. Ja gut. 5er Hitcount mit einer SVD und er fällt nicht. Mit BT-Munition. Okay. Aber gut, das war wieder mal, ne, mein eigener Greed, warum ich da direkt krepiert bin. Nächste Runde darf ich halt einfach nicht greeden. Ja, geil. Erstes Meta-Kit auf jeden Fall direkt schon weg. Schade. Schade. In der nächsten Runde werde ich dann auf jeden Fall das G36 spielen. Gucke ich auch jetzt gerade schon, dass ich mich hier so ein bisschen equippe dafür. Und dann dürften wir hoffentlich mit der nächsten Runde nochmal ein ganz gutes Potenzial haben, um ein paar Kills zu kriegen. Fast MT ziehe ich an der Stelle erstmal. Ich ziehe den Fast MT nicht an. Ich verkaufe lieber den Fast MT, weil die Fast MTs haben immer noch einen relativ hohen Händlerwert. Und dann kaufe ich mir lieber bei Prepper einmal den 6B47 Helm. Fast MT, wie gesagt, einfach ein sehr hoher Wert, den er beim Händler erzielen kann. Und so möchte ich halt einfach eher gucken, dass ich da ein bisschen mehr Kohle für bekomme, um halt den nächsten Run nochmal ein bisschen günstiger hinzukriegen. Granaten haben wir jetzt an jeder Stelle 2 Stück, die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und dann sind wir eigentlich mit dem Set direkt schon wieder ready to go für die nächste Runde. Ich glaube nicht, dass unser Scav jetzt hier aktuell ab ist. Genau, wir haben 14 Minuten, das heißt, wir gucken, dass wir uns direkt nochmal in die nächste Runde reinschwingen. Falsche Map war ich gerade nochmal. Für Customs, genau. Let's go. Alright, so, probieren wir das Ganze nochmal und diesmal nicht wirklich Vollgas auf Risk gehen, sondern eher ein bisschen entspannter und dann auf geht's. Wir gucken erstmal, dass wir hier uns auf Construction schwingen und direkt unseren ersten Tanker markieren. Denn der erste Tanker, den wir auch markieren müssen für BP Depot, ist einmal der Tanker, den wir auch den wir auch nutzen müssen, beziehungsweise den wir auch... Das ist auch der Tanker von der Golden Pocket Watch, so. Das ist das, was ich sagen möchte. Eieiei. So, Waffe ist auf Full Auto. Und erstmal placen. Wunderbar. Der Plant läuft jetzt. Perfekt. Und jetzt können wir eigentlich direkt weiterlaufen. Oh Gott. Auch rein. Wild, dass er mir den Right Angle, dass er den Right Angle Peak da verliert, Mann. Aber GG's.
Er müsste mich früher gesehen haben und krepiert dann trotzdem. Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit in dem Fall. Oh, einmal ganz kurz schauen. Hast du geladen? AK-74M. 6x47M. Machen wir Versicherungsbetrug direkt mit. Zack. Balaklava anziehen. Korund. Nope. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Ich stehe hier viel zu offensiv. Dich einfach rausdroppen und ab jetzt. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Hat auch kein Headset auf, ne? Ist er wahrscheinlich insgesamt einfach ein Ticken zu schnell um die Ecke gezogen, dass er einfach nicht die einzelnen Angles anständig abgecheckt hat, als er rumgezogen ist. Klar, ich stand auch komplett mit einem offenen, das heißt also, dass er mich da großartig, ja, pre-aim konnte er mich da in dem Fall nicht so wirklich. Und ja. Schauen wir erstmal, ich dachte, ich hätte hier gerade links was gehört. Ich möchte jetzt am liebsten so schnell wie möglich da hinten in Richtung Gas Station moven. Aber ich stehe hier gerade komplett offen. Den Skiff würde ich noch ganz gerne machen. Zack. Wunderbar. So, und jetzt einmal ganz kurz Ausdauer regenerieren, nachklippen, entspannen. Weiter geht's. Wir brauchen noch 14 Skeff Kills für Operation Aquarius Part 2. Wovon der wunderbaren Dame Therapist. Und wie gesagt, einmal die ganzen Tanker markieren. Aber ich denke, das werden wir dann auch hier in zwei Runden splitten. Ich gucke jetzt erstmal, dass wir hier in Richtung Old Gas moven. Nichts gesehen. Wir moven jetzt erstmal schön ein bisschen langsamer. Ich will erstmal ein bisschen mehr Info holen. Ich will erstmal hier noch einen Jiggle Peek. Schauen, ob man da was sieht. Nichts. Audio hört man nichts. War eine Grenade hinter mir. Alles klar. Ausdauer ist jetzt auch gleich wieder voll. Und weiter. Fortress möchte ich in erster Linie ignorieren. Das ist mir zu heiß. Fortress ist viel zu guter Loot. Ist da oben was? Ne, oben im Fenster sitzt niemand. Und einmal rüber. Und hier ganz kurz sind wir relativ safe. Hier kann es eigentlich niemals anhitten. Das heißt also hier einmal ganz kurz Ausdauer regenerieren. Und weiter geht's. Wir haben auf jeden Fall jetzt gefühlt die gesamte Hälfte der Map von diesem Bereich jetzt wahrscheinlich direkt vor uns. Wir sind relativ offensiv schon in diese Richtung gepusht. Das heißt, es kann jetzt sehr gut sein, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 2 Minuten einfach von deren Spawnpunkten aus Spieler in unsere Richtung moven, wenn sie das Interesse haben, in Richtung Fortress zu gehen. Was heißt, technisch gesehen könnte jetzt hier schon jemand sein, in dem Bereich. Hier haben wir allerdings noch einen Skiff. Okay, den haben wir noch glücklicherweise gedroppt. Ansonsten müssen wir erstmal weiter gucken. Ich ziehe jetzt hier direkt gleich links rein. Drücke einmal kurz Caps. Um kurz selber ein bisschen leiser zu sein. Um mich nochmal ein bisschen auf andere Audio zu konzentrieren. Deswegen rede ich jetzt auch gerade weiter, weil man da so wunderbar dann hören kann. Und gut. Ich meine, war da gerade was? Eine Taschenlampe mal kurz angemacht. Erstmal nach rechts pieken, nichts gesehen. Nach links, auch nicht. Gut, dann gehen wir erstmal hier in die Ecke unterm Giving Tree. So nennt man diese Ecke. Kann gefühlt alles mögliche in Escape from Tarkov spawnen. Deswegen da den Spawn einfach mal abchecken. Kann immer ganz gut sein, dass man da was Anständiges findet. Und ansonsten jetzt mal wieder ein bisschen mehr Ruhe ins Gameplay bringen. Und dann löbt das Ganze auch. So. Hier auch schon mal die Tür aufmachen. Und kurz planten. Und jetzt können wir uns nochmal eben kurz zurückziehen in das Gebäude. Und schauen, ob da drin auch noch Loot ist. Denn auch hier auf diesen Ecken kann gefühlt alles Mögliche spawnen. Immer an der Stelle einmal mitnehmen. Schade, dass da jetzt ein MRE lag und kein Iskra. Iskra brauchen wir, wie gesagt, noch ein Stück und 2 Gas Analyzer. Das sind die beiden Items, die wir jetzt gerade von Raid rausbringen müssten. Und Dogtags ebenfalls auch noch für Fan from the West.
Aber das wird automatisch durch Stirrup wahrscheinlich eh kommen. Deswegen muss ich mir da jetzt erstmal nicht unbedingt Sorgen machen. Objective geplantet. Wunderbar. Und jetzt heißt es in Richtung Brücke moven. Und von hier aus möchte ich mich erstmal links halten in erster Linie. Ja, links. Ich will auf jeden Fall links durch die Halle durchmoven, aber ich möchte rechts erstmal ein paar Informationen holen. Einfach, dass ich ihn... Okay, Skiff. Einfach, damit ich ein bisschen mehr weiß, was hier auf der Map aktuell abgeht. So, da haben wir einen Skiff, den nehmen wir gleich noch mit. Hat der Skiff auf mich geschossen? Und der Schuss ist da eingeschlagen? Da ist hier noch ein Spieler. Das Aim von den Skiffs war jetzt so schlecht, dass ich selber verwirrt bin. Moment. Ne? Einmal kurz einen Running Peek machen, bevor ich hier rein move. Einfach um nochmal ein paar Informationen zu bekommen. Maybe einen Shot zu baiten. Kurzer Jiggle Peek. Beziehungsweise Shoulder Peek einmal kurz rein. Okay. Und committen. Fuel haben wir hier. Eine Impact Nade. Die Impact nehmen wir ganz kurz mit. Impact Nade ist gerade für den Anfang echt top, weil man halt, naja, eigentlich einen Key komplett, einen Kill komplett umsonst bekommt. Ist eigentlich eine Schande, dass ich diese spiele, weil sie halt einfach, naja, sie sind dezent overpowered, könnte man schon fast sagen. Aber gut. Gut, hier haben wir erstmal genug Informationen. Hier ist jetzt erstmal nichts drin, das heißt, hier sind wir schon mal einen Touch safer. Jetzt erstmal wieder hinten rum, wieder rausmoven. Und dann zur nächsten Halle rüber. Die Shots dürften nicht von dieser Halle gewesen sein. Glaube ich jetzt zumindest. Ich meine, das war eher Richtung Domes. Und auch hier wieder einmal kurz einen Running Peek machen für Infos. Und oben einmal hochgucken, denn oben kann halt auch jemand gerne an diesem Fenster sitzen, was ich gerade eben schon gecheckt hatte. Einfach nur zum Double-Checken, dass dort auch wirklich alles clear ist. Dann moven wir einmal nach hier unten. Und hier unten sind einige Medic-Spawns, die für uns relevant sind. Gerade was später das Thema Ledex und Co. angeht. Deswegen hier einmal immer schön gegenchecken, ob hier was Interessantes für uns liegt. Ob da was Interessantes mit dabei ist. Hier einmal um die Leiche rum. Morphin brauchen wir später, glaube ich, 4 Stück insgesamt Found and Raid. Davon haben wir direkt 2 Stück jetzt gefunden. Absolut geil. Und weiter geht's wieder nach oben. Oh, oh. Okay, war ein Skiff. Alles klar. Ich war mir gerade unsicher, ob das vielleicht sogar auch ein Spieler gewesen ist, der oben hier, direkt links über mir, dort sitzt. Denn dort kannst du halt auch wunderbar den gesamten Vorplatz hier absnipen, was echt extremst unangenehm werden kann. Aber Glück gehabt. Na, ich pack das EFAC mal hier in meinen Secure-Container. Und ansonsten trinken wir einmal, beziehungsweise ich hau mir eben kurz das MRE rein und dann trinken wir einmal eben kurz das Wasser. Und dann passt das Ganze. Dann haben wir nochmal ein bisschen Metabolism gelevelt. Gut. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, einmal rüber auf die andere Seite zu moven. Hier würde ich jetzt versuchen, einmal mir erstmal Vaseline reinzuziehen. Vaseline habe ich direkt schon mal einen Painkiller drin. Das heißt, falls jetzt jemand auf mich schießen sollte, weil ich laufe jetzt ja wirklich komplett über offenes Gelände, habe ich hier den Vorteil, dass mein Bein noch dran ist. Beziehungsweise, dass ich halt nicht diese humpelnde Animation habe. Und hier möchte ich jetzt einmal rüberspringen auf die andere Seite. Wir können hier einmal über das Auto, dann über das Klo. Und dann nochmal einen Jump und schon sind wir drüben. Und jetzt ist unser Ziel auf jeden Fall erstmal die Tankstelle. Ich versuche so schnell wie möglich hier einfach hier über die Leitplanke zu moven, weil hier haben wir beim Chuck halt nochmal ein bisschen besseres Hardcover. Einfach wirklich euch selbst, ihr guckt also, dass ihr euch wirklich einfach angewöhnt, von Hardcover zu moven. Das ist echt hilfreich, was Tarkov angeht, weil sonst krepiert man einfach. Hier ist einmal wieder ein schön offener Sprint, eine Zickzacklinie. Und einmal kurz ein bisschen auf Audio achten. Storms. Wunderbar. Taschenlampe an, wenn wir reingehen. Da ist nichts Interessantes gespawnt. Dort haben wir letztens tatsächlich auch nochmal einen Ledex gefunden auf dem Main-Account. Und hier einmal kurz nach rechts. Nope. Und plant. Sehr schön. Haben wir den nächsten Marker. Und wir moven jetzt während der, wenn das Objective runterzählt,
einmal wieder kurz rein, nachstacken, Ausdauer regenerieren lassen, den ganzen Bums, dass wir auch einfach wieder set sind und direkt weitermachen können. Gut, damit hört sich das Ganze jetzt erstmal ganz gut an. Der Fokus dieser Runde scheint ja wirklich in allererster Linie. Ein Spieler haben wir, glaube ich, gerade eben im Fortress gehört. Und die anderen Leute, die sind auch ebenfalls in Dorms und machen da ein bisschen Party. Kann halt gut sein, dass vielleicht Rishala dort ist, und der Boss auf Customs. Da kann es echt ganz gut sein, dass dort gerade ein bisschen Action ist. Und jetzt moven wir hier in ein Gebiet rein auf Customs, wo gefühlt 500 Skeff spawnen. Und das ist auch genau das, was wir jetzt haben möchten, denn ich möchte nämlich einmal am liebsten Operation Aquarius in genau einem Raid abschließen. Und das dürfte tatsächlich auch hier sehr gut möglich sein. Denn wenn wir einmal hier gerade auch in dem Greenscreen-Raum da hinten nachher sind, in der Greenscreen-Halle, haben wir dort die Option, dass dort gefühlt auch was weiß ich wie viele Millionen Skeps auf einmal spawnen und immer und immer und immer wieder nachspawnen. Aber das ist jetzt aktuell scheinbar nicht der Fall, dass hier zumindest am Checkpoint irgendwelche Skeps spawnen. Das heißt, wir gucken, dass wir gleich auch einmal, dass wir jetzt einmal hier kurz reingucken. Schön anständig clearen. Einmal lieber mit im Vollsprint vorbei. Man ist halt einfach ein Ticken schwerer zu treffen. Falls dort jemand abaimen sollte. Und dann reinmoven. Und wieder das gleiche. Drinnen erstmal nichts gesehen. Taschenlampe an. Das langsamer werden, um was zu hören. Shoulder Peak. Oh, das war schon ein bisschen zu viel eigentlich. Sieht gut aus. Anderer Raum scheint auch gelootet zu sein auf der anderen Seite. Ist halt jetzt die Frage, ist der Spieler hier noch drin? Okay. Wir könnten eine Granate da oben hochschmeißen, einfach um eine Info zu bekommen. Genau das tun wir jetzt auch. Die Scav haben wir auf jeden Fall im hinteren Bereich, das ist wunderbar. Nope. Alles klar. Dann gehe ich jetzt einfach mal sehr stark davon aus, dass hier keiner mehr ist. Ich nehme mal eben kurz die Jacke mit, falls wir da vielleicht einen Questkey drin haben sollten. Aber das sieht nicht so aus. Und jetzt gucken wir einfach, dass wir mal eben kurz ein paar Scavs farmen hier schön im hinteren Bereich. Und auf geht's. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt Glück haben und halt hier so einige Skeps haben. Wir haben hier BPGS geladen in der 545er. Das ist wunderbar. Da würde ich jetzt erstmal sagen, gucken wir erstmal, dass wir die Munition in allererster Linie aufbrauchen. Bevor wir jetzt an die Munition der G36 ranmoven. Nummer 1. Wunderbar. Anfängern. Einmal kurz für EXP. Hoffen wir mal, dass jetzt halt wirklich hier noch ein paar Scavs nachspawnen. Hier noch einmal kurz den Dead Scav looten. Jetzt gucke ich, dass ich auf jeden Fall schön einfach noch ein bisschen Loot Richtung Ende des Raids hier rausnehme, weil jederzeit können wir hier die Runde halt resetten. Das heißt, jetzt versuche ich auf jeden Fall mal eben kurz meine Taschen voll zu machen. Ist einfach ein Ticken sicherer auf die Art und Weise. Wir haben viele Quest-Objectives jetzt schon erledigt. Die Ziele für die Runde sind eigentlich schon geschafft. Jetzt gucken wir einfach nur, dass ich jetzt nochmal ein bisschen Loot bekomme, das möglicherweise auch relevant sein könnte für Quests. Aber hier sieht es dann auch jetzt erstmal soweit gut aus. Ich gehe mal eben kurz an den Truck hier vorne dran. In dem Truck sind halt auch ebenfalls ein paar PCs drin. Und in den PCs können natürlich Grafikkarten sein. Und davon brauchen wir später 3 Stück, die für uns relevant sein werden. Powercord, auch interessant. CPU-Fan, not bad. Sieht hier aus. RAM brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den CPU brauchen wir später auch für eine Quest. Gut. Und jetzt wieder einmal kurz vorne rum. Und ich hoffe, dass jetzt nochmal ein paar Skeps gespawnt sind. Aber ich befürchte, dass das hier diese Runde nicht eine dieser Runden ist, wo man gefühlt mit 500 Skeps hier bombardiert wird. Was ein bisschen schade ist, aber gut, wir müssen so oder so nochmal Customs laufen, um die beiden Quests abzuschließen. Es wäre jetzt also auch nicht schlimm,
Wenn wir jetzt hier nicht Operational Queries in einer Runde abschließen. Denn, so ich das sehe, großartig Scavs finden tun wir hier nicht. Dann spiele ich die Runde lieber auf Nummer sicher. Wir haben den Quest-Progress jetzt gemacht. Wir müssen so oder so nochmal eine Runde Customs spielen. Also resetten wir jetzt einfach. Nehmen einfach die Überlebens-XP mit. Ich move nochmal eben kurz in das letzte Gebäude hier direkt vor dem Exit. Und dann nehmen wir da den Loot nochmal mit raus und raus. Wir checken hier nochmal unter dem Rohr, ob der Hidden Stash da ist. Ein bisschen zu viel Ausdauer genutzt jetzt auch. Hidden Stash ist nicht da, schade. Einmal Taschenlampe an zum Clearen. Nope. Sieht gut aus. Einmal hoch. Und hier oben können wir nochmal eben kurz die PCs mitnehmen, die Jacken hinter mir mitnehmen. Und sieht das alles hier schon mal ganz gut aus. DVD brauchen wir nicht großartig. Hoffen wir mal, dass wir hier ein paar Quest-Keys jetzt noch mehr wie rausbekommen. Wäre auch schon mal ganz wichtig für uns. Duct Tape, nicht so relevant. Domes 206, den hätten wir für die letzten Folge noch gebraucht. Aber damit sind wir jetzt auch schon durch. Das heißt, den können wir auch direkt an den Händler jagen. Caps, nicht großartig interessant. Klar, für eine Quest später interessant, aber dafür haben wir, glaube ich, mittlerweile schon genug. Toolbox, Boxer Ram, Waterfilter. Waterfilter wird, wenn wir den Flea Market freischalten, ein ordentliches Value haben. Das heißt, damit werden wir echt gut Kohle verdienen. Aber ansonsten auch erstmal nicht interessant. Und in der Toolbox ein Toolset. Das ist verdammt geil, denn ein Toolset benötigen wir nachher noch für eine Quest auf Factory. Das Item nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne mit. Und hier nochmal eine Kiste in der Technical Supply Crate. Kann unter anderem auch ein Gas Analyzer spawnen. Hier also einmal ein bisschen beten. Schade, leider nicht. Wir nehmen einmal kurz die XP mit, dass wir es mitgenommen haben. WD-40 braucht man später für eine Quest, ganz ehrlich. Ja, komm, bevor wir jetzt gar keinen Slot mitnehmen, machen wir es lieber so. Und dann heißt es einmal wieder raus hier. Zack, Full Auto, Taschenlampe an. Und rein hier. Hier auf jeden Fall nochmal ganz kurz vorm Exit auf jeden Fall aufpassen. Es gibt immer gerne mal ein paar Leute, die hier auch den Exit campen. Aber das soll dieses Mal nicht der Fall sein. Ladies and Gents, wir haben auf jeden Fall die Runde überlebt. Top, Quest Progress ist gemacht, 3 Marker sind gesetzt und ich glaube 3 oder 4, 5 Scav Kills vielleicht. Und wir haben auf jeden Fall nochmal einen Teil, ein bisschen von unserem Equipment auch noch austauschen können. Über die Versicherung, 6 Kills waren es insgesamt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein recht gutes Erlebnis gehabt in der Runde, würde ich mal sagen. Let's go! Wir schmeißen an der Stelle dann auch einfach mal gefühlt hier alles einfach in die Stash, beziehungsweise einmal in die Scav Junkbox. Toolkit, wie gesagt, am Start. Das ist schon mal wichtig für uns. Und ansonsten haben wir hier noch einige Items, die für uns halt relevant sind. Ich schmeiß jetzt einfach alles hier direkt in den Stash. Dann passt das Ganze auch. Ist jetzt nicht allzu großartig relevant. Waterfilter können wir schon mal in die Sketchbox packen. Die brauchen wir später an DVD. Ebenfalls Quest-relevant. Da werde ich auch nochmal genau durchsortieren, wie viel ich genau wirklich von was brauche. HDD kann man auch nochmal auf jeden Fall wegpacken. Ich meine, davon braucht man auch ein paar für die Quest. Richtig aus dem Kopf weiß ich es jetzt gerade nicht. Aber ansonsten sind diese ganzen Items hier nicht großartig relevant für irgendwelche Quests. Was noch interessant für uns wäre an der Stelle, ist einmal der Barter Trade für das Toolkit. Und hier brauchen wir Tape, Measuring Tape, Screwdriver und Pliers. Okay, dann gucken wir nochmal, dass wir die 3 Items auf jeden Fall noch bekommen. Weil die Quest kommt jetzt relativ bald, dass man tatsächlich mit 2 Toolkits auf Factory muss, um dort einmal die, um diese 2 Ecken zu reparieren. Ich meine, ich habe bis jetzt wirklich nur ein Toolkit. Ich habe es richtig im Kopf. Oder habe ich hier vielleicht noch in irgendeinem Rig? Ansonsten habe ich hier nirgendwo irgendwas Interessantes. Schade! Das wäre nämlich noch jetzt ganz geil. Aber dann gucken wir auf jeden Fall jetzt noch. Das wäre nochmal einmal kurz einen Run auf, wie heißt es, auf Factory machen als Scav. Dann gucken wir, also vielleicht haben wir da nochmal ein bisschen Glück und bekommen da einen geilen Key raus. Oder vielleicht sogar ein Toolkit. Ich würde sogar jetzt versuchen, einmal Factory komplett runter zu looten. Basierend darauf, was wir jetzt natürlich genau haben. So. Gut, hier haben wir jetzt nichts großartig Interessantes dazu bekommen. Das heißt, wir können einmal jetzt auch wirklich gucken, dass wir hier einmal kurz durchlooten. Ich fange erstmal oben an mit Filing Cabinets und Co. Einfach für Gas Analyzer und für die USB-Sticks. Das wäre auch nochmal ganz nice. Aber... Nope. Dann einmal kurz hier rein. Das ist schon lootet. Schade. Wurde hier alles schon gelootet? Es sieht sehr stark danach aus. Vielleicht haben wir hier noch Glück bei den Filing Cabinets, weil die werden gerne mal übergelassen. Sehr schön.
Ein Doms 204. Ist, meine ich, auch ein Safe Key? Ich weiß es nie so genau. Die Doms Keys bringen mich immer maximal durcheinander. Mal schauen wir mal. Irgendwas Interessantes. SMT ist ein schönes Item, was man halt bei Peacekeeper verkaufen kann. Nehmen wir mit. Ah, hier war, denke ich mal, schon jemand dran. Ja, hier war schon jemand dran. Sonst würden die sich nicht doppelt öffnen, as far as I know. Nope, nope, nope. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal anders. Nehmen den MBSS mit. AKSU. Half-Mask. Und jetzt will ich auf jeden Fall versuchen, nochmal den Rest von Factory hier kurz zu looten. Ist hier was Interessantes für uns drin? Squash. Mustard. S-Mark. Nicht so wirklich. Leider nicht. Hier können wir nochmal versuchen, die Toolbox. Könnte noch was Interessantes für uns drin sein, maybe. Nope. Hier unten nochmal ran. Hier was Interessantes vielleicht in den Jacken für uns. Ich habe halt wirklich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier noch so ein, zwei Items rausziehen, die für uns relevant sein könnten. Aber auch da, leider Pech. Gehen wir mal eben kurz zu Wood. Nope. Rubel. Schade. Ja, dann move wir einfach mal eben kurz in den Underground-Bereich hier. Und nehmen da noch die Werkzeugkisten mit. Vielleicht haben wir Glück und da liegt halt was Anständiges drin. Oh, shit. Ist Tagila da? Das wäre unangenehm. Könnte zumindest sein. Ich denke mal, die Kiste hier wird schon gelootet sein. Oder? Ja. Schade. Gut. Dann heißt es jetzt direkt raus hier. Oh, shit. Über mir ist auf jeden Fall Action. Wir moven jetzt einmal eben kurz Camera Bunker Door raus. Haben dann auf jeden Fall schon mal ein paar Items wieder mitgenommen, die für uns relevant sein könnten. Wir haben wieder ein bisschen mehr Rubel. Und wir pushen unser Scav-Karma noch schön weiter nach oben. Großartig interessant. Ja, was haben wir an Items bekommen? 204 könnte ein netter Key sein. SMT noch bei Peacekeeper verkaufen für Umsatz. Das ist auch noch ganz nett. Aber ansonsten eigentlich nichts großartig, wo man sagen muss, oder wo man sagen kann, gut, dass wir das jetzt mitgenommen haben. Man könnte die Half-Masks noch mitnehmen. Die braucht man später für Punisher Found and Raid. Aber da sind wir noch so weit entfernt, dass es überhaupt nicht interessant ist. Lightbulb wäre noch ganz interessant, glaube ich. Die nehmen wir noch mit. Wilston Kippen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kippen haben wir jetzt bis jetzt. Wir haben zwei. Gut, dass wir da noch eine gefunden haben. Nevermind, wir brauchen nämlich fünf von gefühlt allen Kippen bis auf die... Ja, ich weiß gerade, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Aber auf jeden Fall brauchen wir gefühlt alle Kippen. Marlboro, Lucky Strike, Wilson und, wie heißen die noch? Apollo. Apollo-Kippen, die brauchen wir nicht. Und ansonsten braucht man eigentlich gefühlt alle. Ansonsten hiervon, wir nehmen uns die Granate mit, das ist noch ganz nett. Und ansonsten können wir eigentlich hiervon, so gut wie es geht, eigentlich alles verkaufen. Zack, 204 nehme ich noch mit, weil einfach just to be safe, dass ich da noch nie, keinen Fehler mache, falls ich den jetzt verkaufen sollte. Und einfach mal sell all. Ich hätte es auch alles einfach an die Händler geben können für ein bisschen mehr Umsatz, aber das ist mir jetzt erstmal für den Aspekt zu umständlich. Gut, Freunde, dann sind wir jetzt hier auch an der Stelle am Ende der Folge angekommen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Quest Progress gemacht, Delivery from the Past abgeschlossen und natürlich auch einiges an Quest Progress auf Customs geschafft. Wenn ihr das Format feiern solltet, denkt dran, auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da lassen, um den Algorithmus so ein bisschen zu pushen. Und wenn ihr natürlich nichts von dem Format verpassen möchtet, denkt dran, auf jeden Fall Sub da lassen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten, good luck in euren Raids.